Jo, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir waren dabei, hier aus dem Gefängnis zu entkommen. Und wir durften noch nicht entdeckt werden. Deshalb versuche ich jetzt einfach mal hier rechts hoch zu gehen. Der dürfte uns da hinten noch nicht sehen. Okay, die gucken gerade alle weg. Das heißt, wir können uns jetzt hier hinschleichen. Perfekt. Wir rennen einfach weg. Ich glaube, der ist schon tot. Nicht der, den du erwartet hast, nicht wahr? Was haben wir denn hier? Hatten wir deine Tja, haben sie uns doch eine Falle gestellt. Das würde dir gefallen, nicht wahr? Die Welt von allen zu befreien, die nicht deiner Meinung sind. Dafür bekenne ich mich schuldig. Deine Einmischung in die Revolution hat uns nicht wenig Kummer bereitet. Damit muss Schluss sein. Unser Werk ist zu wichtig. Aber was weißt du schon, außer den Lügen von Achilles und deinen eigenen traurigen Hirngespinsten? Ich weiß, dass das Volk frei sein will und dass Männer wie Washington eben dafür kämpfen. Bitte, dieser Mann ist schwach. Er stolpert und stammelt sich durch seine Auftritte, macht alles nur improvisiert. Sein Stammbaum ist erbärmlich, seine militärische Vergangenheit umso mehr. Improvisation ist auch das Beste überhaupt. So vielfältig sind seine Fehler, so fragwürdig. Wenn diese Leute mit ihren vorbereiteten Reden. Pfeife ich drauf, ganz ehrlich. Und deine auch. Ich dulde alle diese Zwischenrufe nicht länger. Und so wird es ablaufen. Erst fesseln. Improvisation kommt einfach am besten rüber. Da bleibt man ehrlich. Schon morgen. Labert nicht irgendeinen Scheiß. Vor den Richter. Angeklagt des Mordversuchs am guten alten Georgie. Vielleicht ja auch wegen des Mordes an dem Direktor. Hast ihn ja auch ermordet, oder? Und wem würde man Glauben schenken? Charlie oder dir? Und sobald das erledigt ist, nun dann. Dann hänge ich am Strick. Aber das lassen wir natürlich nicht zu. Vor all diesen Jahren. Das wir wollen ja nicht jetzt schon sterben. Die Revolution würde uns ohne uns ja nur noch schlimmer werden. Und das hast du. Aber so hast du es nicht erwartet, nicht wahr? Wir hätten all dies vermeiden können, hättest du getan, worum ich dich bat. Doch nun ist es zu spät. Und irgendwie ist der Sound gerade übelst laut bei mir. Ja. Es ist ja schon erstaunlich, dass man so ein guter, gut ausgebildeter Assassine ist. Aber dabei so schnell in Ohnmacht fällt, wenn man erwürgt wird. Naja, wir haben die volle Synchronisation erreicht, das ist doch wunderbar. Jetzt liegen wir hier natürlich wieder in der Zelle drin. So ganz krüppelig. Hoch! Hoch mit dir! Oh, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Ich sag, wir stehen auf! Geh! Ich muss einfach mal zur Besinnung kommen hier. Mach's gut! Ich denke mal, wir werden jetzt zum Richter vorgeführt werden. Oder wir gehen ins Loch, aber das denke ich mal eher weniger. Ja doch, es wird der Richter werden. Regnet es auch noch. Naja, ab in den Gefangenenwagen hier. Gefesselt sind wir auch noch. Hallo Connor. Dachtest nicht, dass ich mir das entgehen lasse, hä? Sogar Washington persönlich ist unter den Zuschauern. Ich hoffe, es stößt ihm nicht zu. Was ist mit der Verhandlung? Keine Verhandlung für Verräter, tut mir leid.
Lee und Hathem sorgen dafür. Du wanderst direkt an den Galgen. Na, wundervoll. Aber ja, richtig viele Chancen. Was man von dir nicht sagen kann. Das ist genug. Geh weiter. Alles klar. Ich weiß nicht, warum jetzt immer die optionalen Ziele für die letzten Missionen immer angezeigt werden. Wahrscheinlich wegen dem neuen Patch, der mit dem TS-Bug immer noch nichts geändert hat. Da wurde gerade irgendwer aufgeschlitzt. Ah, ich kann auch stehen bleiben. Kann ich auch irgendwo anders hingehen? Nö, sieht nicht so aus. Nee, schade. Kann ich sprinten? Auch nicht. Jetzt kann ich nur meinen Todesmarsch antreten. Wo ist denn der Henker? Soll das ja die halbe Portion nach vorne sein, oder was? Nein, doch nicht. Der Henker scheint noch gar nicht anwesend zu sein. Oder es ist Lee persönlich. Was ich aber nicht hoffe. Du bist nicht allein. Gib ein Zeichen, wenn du uns spürst. Vergesst nicht. Ihr müsst Hickey stoppen. Er ist... Hoch mit dir. Wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Musstest ja den Held spielen, nicht wahr? Du und Georgie Boy. Jetzt siehst du, was du davon hast. Ein Holzsack und sonst nichts. Besser ein Holzsack als gar kein Sack. Und irgendwo auf dem Schlachtfeld zu vergammeln. Brüder, Schwestern, treue Patrioten. Vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Jedes dieser Mann Wort hier plant einen Anschlag auf unseren geliebten General. Verdammte Wichser. Ah, da oben werden schon die ersten Wachen abgemetzelt. Sieht natürlich niemand. Sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal, zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn baten und anflehen, sein Wissen mit uns zu teilen, schweigt er weiterhin wie ein Grab. Oh, sehr nice gemacht. Wenn er sich uns nicht erklärt, wenn er nicht gesteht und Reue zeigt, welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und da sind wir von Rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuklären. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Muss Hickey stoppen. Los! Okay. Glück ist dir nicht hoch. Das nenne ich mal eine gelungene Befreiungsaktion. Die Leibwache von Washington muss überleben. Los, komm schon, lauf schneller. Fick dich! Kommst du her? Zack. Wunderbar. Attentat vereitelt. Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Schande. Ich will antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Hathem? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder über Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen. Das geht mich nichts an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum. War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst?
Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was im Prinzip denn überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Oh, wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl. Aber das Licht kommt aus den Augen, mein Freund. Bier in der einen Hand, eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche? Ich kann haben, was ich mag. Hatte es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Doch jetzt ist es mit seinem Harpun gut vorbei. Rührt euch, Männer! Rührt euch! Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Hör auf. Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Müssen wir ihm jetzt hinterher, na wundervoll. Öffentliche Hinrichtung sollte auch abgeschlossen sein. Allerdings nicht mit voller Synchronisation, weil wir nicht zwei Wachen gekillt haben, beziehungsweise den anderen Typen, der dann noch weiter vorne stand. Aber ich glaube, man konnte sich auch nur eins von beiden hier aussuchen oder verdammt schnell sein. Es ist beeindruckend, was du alles erreicht hast. Ja, wir haben immer mal wieder was an, das ist doch schön. Kompliment. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit gekommen zu sein, beeindruckend. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete, danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dank dir? Nein, das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil. Aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige. Nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Denn was Washington nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Charles Lee zu, dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist. Aber zieh diese Männer nicht hinein. Okay, wir sollen die Tür benutzen. Wir müssen alle zusammen. Philadelphia, 16. Juni 1775. Ja, wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst werden wir bald in Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Ah, sehr schön. Sequenz 8 haben wir auch abgeschlossen. Und Sequenz 9 folgt sogleich. Ich finde die Story ja echt beeindruckend, muss ich sagen. Ah, wir sind erstmal wieder zurück. Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. Alles klar, erst sind wir in Philadelphia, dann brauchen wir Truppen aus Quebec und jetzt sind wir in Brasilien. Und wir sind natürlich gesucht, ist richtig. Na, das kann ja jetzt spaßig werden, die zweite Energiequelle zu finden. Moment, wie ist der gerade durch die Wand gegangen? Ah, ja. Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Kann ich nicht irgendwie links und rechts an mir vorbeigehen, anstatt mich mal anrempeln zu müssen?
diese Leute in der U-Bahn. Das ist auch verdammt schlimm, wenn man in London unterwegs ist. Die Leute rennen auf einen zu, sagen "Excuse me, please" und rennen dich dann um. Das ist echt genial teilweise. Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren, aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge im oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Fehlt nur noch ein Ticket. Preciso für so Billett. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach eins. Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Ja, nö, ich klaue einfach eins. Von dem Kerl hier vor mir. Geht das? Hallo? Hm? Naja, dann schleiche ich mich halt doch vorbei. Ölele. Oh. Okay, was ist das jetzt? Hallo? Was soll das jetzt? Okay. Da! Habe ich das jetzt zu verstehen? Okay, nehmen wir den Nebenausgang und klettern über die Dächer. Nur irgendwie versteht diesen Ladescreen hier gerade nicht. Oder was auch immer das darstellen soll. Hä? Nur weil ich renne, soll jemand die Security rufen? Rufen? Hier nirgendwo hoch. Das ist aber jetzt eher dämlich. Achso, die verpissen sich jetzt. Eine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Ross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Die mit ihren kleinen Schlagstöcken da. Okay, der dann sieht mich jetzt theoretisch. Aber auch nur theoretisch. Nee, ich hab nix Problem. Dein Ziel ist definitiv in der Viertel. Der Eingang ist am Ende. Okay. Wo genau sollen wir hier hin? Ah, na wundervoll. Alle Wachen verdächtig und super. Gehen wir mal aufs Klo. Schön mit mir mitgehen, Leute. Da ist wieder ein Klo. Da ist alles verstopft. Ich komme näher. Scheiße. Noch eine Kontrolle. Du musst einen anderen Weg finden. Vorsicht, ich habe deine Schuhe. Los, versteck dich! Okay, gehen wir halt hier außen rum. Vermute mal, dass wir da über den Zaun können. Yep. Sente muito? Ela é minha irmã, cara. A porra da minha irmãzinha. Dann an die Leiter. A gente se ama. Pronto, tá aí, tá de. Oder so. A gente se ama e já faz muito tempo.
Okay, da geht's nicht hoch. Aber hier können wir direkt rein. Sehr schön. Das war immer einfach. Fast geschafft. Sie ist nur auf der anderen Seite des Stadions. Andere Seite? Na, wundervoll. Nochmal durch das halbe Stadion hier stolzieren. Hier sind ja auch nicht überall Securities oder so. Ja, nee, er hat mich direkt entdeckt. Wie soll ich denn bitte da... Hä? Die Tür ist blockiert, er bleibt da stehen. Fast geschafft. Sie ist nur auf der anderen Seite des Stadions. Andere Seite? Alle Türen sind zu. Kann ich hier auch irgendwas... Nee, kann nichts öffnen. Also dann abwarten und Tee trinken, würde ich mal wieder sagen. Vielleicht geht er ja noch weiter nach rechts. Doch ob er das tut oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Also bis dann, Leute. Ciao.